Hallo, hier ist Jürgen Zwickel mit dem Entdecke in dir, was möglich ist, Kurzgedanken. Und in diesem heutigen Kurzgedanken geht es um das Thema von innen nach außen leben. Was bedeutet jetzt von innen nach außen leben? Es geht darum, deine wirklich inneren Motive für dich einmal richtig zu erkennen, damit du dich nicht so sehr immer von der Motivation, die von außen kommt, abhängig machen zu müssen. Wie findest du jetzt diese inneren Motive? Du findest sie, wenn du dir wirklich einmal gute Fragen ehrlich und ganz tiefgründig beantwortest. Ich will dir jetzt ein paar Fragen weitergeben und vielleicht nimmst du dir auch jetzt etwas zum Schreiben, damit du dir diese Fragen aufschreiben kannst und du sie dir in den nächsten Tagen wirklich einmal ganz ehrlich, aber auch mit viel Tiefe beantworten kannst. Hier kommen die Fragen. Was ist es, das dein Herz wirklich berührt? Was ist es, das eine tiefe Freude in dir auslöst? Was macht dir so richtig Freude, wenn du es tust oder wenn du daran denkst? Was begeistert dich wirklich so richtig? Was willst du in diesem Leben noch verstehen oder auch tiefer verstehen oder noch lernen? Was willst du anderen Menschen wirklich weitergeben? Was willst du anderen Menschen hinterlassen? Und was sollen andere Menschen von dir einmal wirklich für ihr Leben bekommen haben, damit sie dadurch ihr Leben verbessern bzw. auch stärken können? Das waren jetzt einige Fragen. Und wenn du gute Antworten auf diese Fragen findest, dann wirst du erkennen, dass du damit immer stärker deine eigenen inneren Motive kennst und dir diese Motive bewusst machen kannst. Und je stärker dir deine Motive bewusst sind, desto besser kannst du sie leben, verstärken oder auch wirklich entsprechend nach außen anderen Menschen sichtbar machen. Mir haben diese Fragen für meinen Weg sehr gut geholfen und ich freue mich natürlich auch, wenn diese Fragen dir für deinen zukünftigen Weg Unterstützung geben können. Ich wünsche dir, dass du gute Antworten auf diese Fragen findest und du damit für dich wieder neue Inspiration und vor allen Dingen ein neues Bewusstsein bezüglich deiner inneren Motive entwickeln kannst. Schreibe gerne auch einen Kommentar zu diesem Video oder wenn du es noch nicht getan hast, abonniere doch meinen YouTube-Kanal, damit du auch in Zukunft die Inspiration durch den Entdecke in dir, was möglich ist, Kurzgedanken regelmäßig automatisch erhältst. Ich wünsche dir weiterhin alles Gute, viel persönlichen Erfolg und denke immer daran bei allem, was du tust. Entdecke in dir, was möglich ist. Bis zum nächsten Mal, dein Jürgen Zwickel.